Herzlich willkommen zur nächsten Hearthstone-Episode hier auf WePlay Games for You. Ich bin Suivo und wir machen weiter mit unserem Magier. Wir müssen noch ein Spiel auf jeden Fall gewinnen für die Quest. Das wäre schon mal ganz gut. Sind ja jetzt wirklich ganz kurz vor Rang 9. Mal gucken, ob wir es diesmal schaffen. Wenn die Gegner sich vielleicht nicht ganz so viel Zeit lassen. Ein Krieger. Mal gucken, ob das so ein typisches Kriegerdeck ist. Das ist eine schöne Starthand auf jeden Fall schon mal. Und die Münze haben wir auch. Euch beide will ich aber gar nicht. Gucken wir mal, was wir noch dazu kriegen. Mana-Würm wäre cool. Schade. Ich denke aber, wir können die Münze behalten. Zwei Lepra-Gnomen ist halt Quarfisch-Spalten. Wir lassen es erstmal. Wir spielen nur einen und gucken, was passiert. Behalten die Münze fürs Erste. Okay, er macht nichts. Das ist super. Da ist der Mana-Würm. Dann spielen wir den doch. Machen das und spielen den hier auch noch. So hat die Münze auch einen guten Effekt gehabt. Mal gucken, ob er Spalten hat. Er ist jetzt schon ganz schön mit dem Rücken zur Wand, wenn er keinen Spalten hat. Da ist das Spalten, das ich erwartet habe. Sehr gut, dass er ihn getroffen hat. Das war sehr gut. Ich denke nicht, dass wir den Frostbolt benutzen sollten, nur um den Mana-Würm zu buffen und eine Waffe eventuell um zu umgehen. Ich denke nicht, dass es nötig ist. Ich vermute, er hätte in der zweiten Runde statt dem Aufrüsten die feurige Kriegsaxt gespielt, wenn er sie gehabt hätte. Er hat das zweite Spalten auch noch. Ach herrje, ach herrje. Mal gucken, ob er noch einen Zweidrop hat. Hat er. Okay. Bisschen eklig, ein Zweidrop sogar. Ich denke, wir können uns das erlauben. Auch wenn er natürlich zwei Rüstungen dafür bekommt. Alexstrasza ist ganz gut. Falls es mal eng wird. Ich erwarte eigentlich sowas wie einen Yeti oder sowas. Dass man Feuerballen muss. Wobei die meisten Krieger keine Yetis benutzen. Ich denke, es wird eher so ein Berserker oder sowas werden. Oder eine Kriegsaxt. Okay, dann geht er auf 21 runter. Wir haben aktuell keinen schönen Spielzug. Da ist ein super Spielzug. Das war gut, dass die Karte kam. Ich habe ein bisschen das Gefühl, als hätten wir zu wenig Card Draw generell in dem Deck. Ich wüsste aber jetzt auch nicht so genau, was wir ändern sollten. Spielt ihr gern mit Feuer? Will der Pyromant, was sitzt denn mit dem? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Shield Slam? Kann ich mir nicht vorstellen. Ah, und jetzt? Zerschmettern. Okay. Das ist schon ziemlich krass, nur um das Wasserelementar zu töten. Würde ich sagen. Okay, wir könnten ihn pingen, hätten dann aber nur noch 4 Mana. 4 Mana bringt uns nicht viel. Wir könnten ihn spielen, angreifen oder ihn angreifen. Könnten aber dadurch ihn nicht ordentlich töten und unser Schild wäre weg. Ich denke fast, was soll ich nur tun? Dass es besser ist, wenn wir den pingen und einfach nur abgeben. Ich denke nicht, dass wir den Feuerball benutzen sollten.
5 gegen 4 Karten, er ist also auch noch im Kartenvorteil. Das tut er auch noch aufrüsten. Was die Rüstung angeht. Es zeugt aber eher davon, dass er keine ordentlichen Karten hat oder richtig gute Karten, was er mit dem Mana aktuell noch nicht benutzen kann. Entweder oder. Oh, er hat aufgegeben scheinbar. Soll mir recht sein, ich denke, wir hätten das Spiel eh gewonnen. Siegesträhne, sehr schön. Damit haben wir auch unseren letzten Sieg bekommen. Ich würde aber fast sagen, wir versuchen mal eine Runde mit dem Druiden. Ich gucke gerade nochmal, ob ich das Druidendeck auch wirklich abgeändert habe. Da habe ich irgendwie gerade mal Lust drauf. Wir können erstmal nochmal auf das Magier-Deck gucken, falls das jemand spielen möchte. Kann er das natürlich gerne tun. Ne, das wollte ich eigentlich nicht. Das ist das Leer, das wollte ich auch nicht. So. Und jetzt kommen wir nochmal ins Druidendeck. Ja, das habe ich abgeändert. Das sieht ganz gut aus. Schauen wir mal, wie das läuft. Wahrscheinlich verlieren wir jetzt gleich die erste Runde. Das wird lustig. Mit Magier gut durchgekommen und dann mit dem Druiden verlieren. Aber eigentlich sollte das somit das stärkste Deck sein. Weil Druide aktuell doch mit am stärksten ist. Meiner Ansicht nach zumindest. Ein Magier. Gut, Magier Mirror wäre eh eklig gewesen, von daher passt das doch ganz gut. Das gefällt mir, die behalten wir. Sehr gut, Zorn noch dazu bekommen. Mal gucken, ob er einen Mana-Würm hat oder nicht. Das ist ein super Start an. Viel besser geht's eigentlich fast nicht. Vielleicht noch das zweite anregen. Münze kriegen wir auch noch. Mana-Würm wäre kein Problem. Mal gucken, ob er kommt. Er kommt nicht. Ja, da ist das zweite Anregen. Dann würde ich sagen, spielen wir doch den Erntegolem. In Runde 1. So läuft das. Feuerball, ja super. Das bringt dir ja sehr viel, mein Freund. Sylvanas bringt uns leider auch nicht viel. Ich denke, wir behalten den Rest einfach mal. Wir könnten nächste Runde Sylvanas spielen, rein theoretisch. Mit Münze und Anregen. Meine Augen sind. Heißt sich um 3. Das passt so auf jeden Fall. Okay. Mit Spott auf jeden Fall. Mal gucken, ob der Feuerball kommt oder nicht. Goldenes Wasserelementar sieht schon gut aus, muss ich sagen. Okay. Ich denke, das werden wir auf jeden Fall machen. Und jetzt spielen wir das Urtum noch und ziehen mal 2 Karten, damit unser Kartenvorteil nicht hergeschenkt wird. Schöne Karten bekommen. Das passt. Mal gucken, ob der Frostbolt jetzt kommt. Möglichkeit wäre auf jeden Fall dafür gegeben. Erstmal den 2-1er wegpingen. Und ein Geheimnis, interessant. Die Frage ist, was ist das für ein Geheimnis? Okay. Gucken, ob es ein Spiegelgestalt ist. Ist es nicht.
Dann wird es wahrscheinlich schon zerstäuben sein. Mach mal das hier noch und greif an, guck, ob es eine Eisbarriere ist. Nein. Bleibt noch Gegenzauber, Zauberformerin, Eisblock und zerstäuben. Ich denke, dass es wahrscheinlich ein Zerstäuben sein wird. Deswegen greife ich nicht mit dem 4-3er an. Das könnt ihr nicht ernst meinen. Mal gucken, ob meine Entscheidung richtig war. Ich kümmere mich drum. War sie nicht? Okay. Interessant. Das heißt, es müsste ein Gegenzauber oder sowas in der Richtung sein. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Schauen wir mal. Der sieht auch geil aus, muss ich sagen, in Golden. Wenn da seine Augen auch anfangen rot zu leuchten. Finde den schick. Was soll ich nur tun? Die Frage ist halt jetzt, ist es ein Eisblock? Oder ist es ein Gegenzaubergedöns? Alles klar. Wozu pingst du den? Macht nur Sinn, wenn du Dings machen willst, einen Flammenstoß. Sonst macht es keinen Sinn, Sylvanas zu pingen. Und falls das der Fall sein sollte, würde ich sagen, tauschen wir Sylvanas her und holen uns den Beutehamsterer. Weil Sylvanas sonst so oder so sterben würde. Und dann spielen wir jetzt auf jeden Fall die Karte. Soll ich zuschlagen? Mit Spott natürlich, damit sie überleben kann. Ich kümmere mich. Und so. Dem sein Plan wird gewesen sein, dass er jetzt Flammenstoß spielt plus Ping auf den hier und hätte dann das Board clear gehabt. So kriegen wir von seinem Beutehamsterer immerhin eine Karte wieder von Sylvanas. Okay, jetzt benutzt er erstmal noch einen Feuerball. Interessant. Und pinkt unseren Beutehamsterer. Hattet Klärchen. Ein Brankenhieb. Okay. Naturgewalt. Ich würde sagen, wir hauen den Brankenhieb raus, um zu gucken, ob es ein Gegenzauber ist. Gut, das ist es. Dann haben wir jetzt für unsere Combo nächste Runde freie Fahrt. Machen wir den kaputt. Und dann spielen wir den noch dazu. Schaden kann es ja nicht. Und dann gucken wir mal, ob wir unsere Combo nächste Runde loslassen können. Maligos. Arkane Geschosse für 8. Halt die Klappe. Und er kriegt nichts kaputt so richtig. Super gut. Dann müssten wir eigentlich jetzt gewonnen haben. Ich rechne jetzt halt nochmal nach, aber es müsste so sein. Ich kümmere mich. Zack, zack. Sieht gut aus. Sehr gut. Nächstes Match gewonnen. 2 von 2. Siegesträhne läuft weiter. Jetzt sind wir schon kurz vor Rang 8 wieder. Geht super fix, muss ich sagen. Ich würde aber auch sagen, wir machen einen Cut an der Stelle. Guck mal gerade, was haben wir noch für eine Quest? Schaman oder Hexmeister werde ich eh nicht machen. 3 Siege, das ging gut. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.